Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Vitani und ihrer Geschichte. Bevor wir allerdings mit dem Video starten, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner König der Löwen Playlist findet. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Doch nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem Video. Als erstes müssen wir uns für das Video eine Frage stellen. Wer ist Vitani? Vitani ist die Tochter von Sira und Scar und die große Schwester von Kovu und die kleine Schwester von Nuka. Der Name Vitani ist Kiswahili und bedeutet Ich bin Krieg. Sie hat orange-goldenes Fell, blaue Augen und einen kleinen Haarbüschel auf dem Kopf. Ihre Heimat ist das Schattenland und später das Geweihte Land. Kommen wir zur zweiten Frage. Wo kommt Vitani vor? Im Gegensatz zu Koopa ist Vitani ein offizieller Charakter und kommt im zweiten Teil und in der Serie Die Garde der Löwen vor. Im zweiten Teil steckt Vitani mit ihrem Bruder Nuka die Felder in Brand, auf denen Kiara jagt. Und am Ende des Filmes stellt sie sich gegen Sira und schließt sich Simba an. Vitani! Jetzt! Nein, Mutter. Kiara hat recht. Genug. Und am Ende in der dritten Staffel von Die Garde der Löwen übernimmt sie den Platz von Kion in der Garde. Ursprünglich sollte Vitani Shitani heißen, was so viel bedeutet wie Teufel. Kommen wir zur dritten und zur letzten Frage. Und zwar, was geschieht mit Vitani in der Fanszene? Dort gibt es nämlich viele und verschiedene Theorien über Vitani. In dem Fancomic Verborgene Geschichten sehen wir zum Beispiel, wie sie aufwächst und ihre Beziehung zu Koopa. In der Fanszene glaubt man auch, dass sie später die Partnerin von Koopa wird. Außerdem gibt es die Theorie, dass nicht Sira, sondern Nale ihre Mutter ist. Begründet wird das mit den blauen Augen der beiden, da sonst kein anderer offizieller Löwe im König der Löwen-Universum blaue Augen hat. Ich persönlich halte allerdings von dieser Theorie nicht viel. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch etwas über Vitani wisst oder noch irgendwelche Theorien über sie habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Videoideen oder Vorschläge für das nächste Video habt, schreibt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!